Wird's abgefuckt. Nee, der Rahmen ist gerissen. Also wird geschlachtet. Kannst du auseinanderbauen. Also richtig auseinanderbauen. Der Rahmen ist leider gerissen hier vorne. Die Gabel. Genau an der Bohrung, wo das Wasser unten rauslaufen soll oder ein Kabel langführen soll oder was auch immer. Also ist es Asche. Okay. Hinterrad ist in Ordnung. Die Kette. Hinterrad ist in Ordnung. Kette muss geschmiert werden. Gabel muss raus. Naja, Bike Breakage. Okay, jetzt sind wir zu zweit hier. Da muss man das Ding mal da oben hinstellen. Sonst ist immer einer vom Bild. Der Rahmen ist gebrochen, deswegen wird es geschlachtet. Ja, irgendwie schraube ich hier nicht so richtig auf. Aber das muss ja bloß halten. Ja, guck hier, ist ja auch was jetzt. Wie neu. Die Laufräder. Wer ist komm ich fahren? Ich hatte den Mountainbike, wo ich sagte vorhin, was für 1 Euro keiner haben wollte. Ach so. Ja, Lampe ab. Im Grunde genommen so ja die das hintere Blech ab. Das ist ja noch übel. Das vordere Blech ist auch nicht eingerissen, hoch ab. Also guck mal. Mit Holzpinzelern, ach, da musst du. Ach, das ist. Ja. Ach, der. Ah. Der ist überhaupt nicht wach. Ja, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Wir haben einen Baum, wäre jetzt schon gefliegt. Naja, dann ist ja mal Zeit, dass du das wieder machst. Da kannst du ja nicht so verlernen. Auf die Schnelle. Ich brauche da halt ein bisschen länger für. Aber das ist ja kein Problem. Dafür bin ich ja da. Wir machen die Therapie gemeinsam. Ja, na warum denn nicht? Das ist doch egal, wie auch immer. Das ist doch länger, brauche ich länger für, aber das ist doch gut, dafür wird das ja was. Digitale Sachen, die, wo jeder irgendwie ein bisschen besser ist als der andere, was ja auch gut ist. Und dann ist auch nicht so gar nicht. Nein, das ist ja keine Konkurrenz, also nicht im Sinne von besser werden, sondern es gibt ja immer so Sachen, die einen lieben. Und ja. Das ist aber fährst ja ein Fahrrad, also das ist ja eine Sache, die kannst du ja. Ja, na sicher, aber ich nehme du kannst es nur heute Zeit. Nicht, das ist das. Das nehme ist halt viel Zeit dafür. Ja. So. Ist das auch eine 8? Das muss auch 8 sein eigentlich. Das ist sogar eine 6. Eine 6? Nein. Modellbauschräubchen. Okay, die Lampe ist auch Asche. Die Bremse ist okay. Dir gleich so hinlegen, denn wenn du es wieder zurückpackst, wie das dort Grüße. Das ist ein bisschen schneller. Wenn du magst. So. Also hier brauchst du die nicht abbauen, sondern die mitstrebenden, ne? Ja, ist klar. Ja. Ja, die Schräubchen schmeißen auch mit da rein, also wenn sie nicht zu durch sind.
Dann hat Carsten schon Fahrrad gekauft. Nee, der meldet sich gar nicht mehr. Der hat keine Zeit, der ist zu busy gegangen mit seinem Mega-Geschäft, was er da irgendwie angeleiert hat. Ach, ein Mega-Geschäft? Wie gesagt, der hat ein richtig gutes Papier gekauft. Achso, ah, Wertpapier, ja. Sozusagen, ja, in dem Sinne schon. Wertige Papiere. Ich hab gedacht, die wollen eine Neuverfilmung von Banana Joe drehen und der hat sich dafür beworben. Kommt alles auf den Kanal? Bike Wreckage? Naja, ist ja sehr kräftig, ne? Und das ist ja wohl ein großes Kompliment, also Bud Spencer nachzuspielen. Ne? Bud Spencer? Ja. Den Effektfinger willst du den nicht behalten? Nee, der nicht. Der kommt weg, aber. Achso, die Schreibchen. Mal demonstrieren kannst du die natürlich. Die erstmal hier gepackt. Oder seid ihr vorne? Also, mach die gleich noch rüber in die Kiste. Einfach. In die Kiste, hier Kiste. Ja, nein, nein. So ein Körbchen. Ja, wunderbar, erkannt, schön. Wahrnehmung funktioniert. Der nicht, der nicht, der wirklich der nie. Imbusschröbchen dran. Na, was hat er denn für Papier? Also, ist die aus dem dritten Reich oder was? Oder noch früher? Naja, früher halt. Oh, dritte Reich ist er. Oh, alter Hut. Viel zu neu, ja, außerdem. Wie alt die noch? Ja, Verleihungsurkundenhaufen. Ja. Wilhelm, Bismarck, ja, etc. Alle Original. Oh, signiert. Was hat er denn die hier? Roter Adlerorden und schwarzer Adlerorden. Ah, oh, aha. Hohe Auszeichnung. Ja, ja. Wie's? Und frühe Geschichten davon. Ja, da hat er mit seinem Einkauf dann schon drin. Hat wohl 12.000 Euro gekostet. Hat er investiert, ja? Naja, also jemand anders und er verwertet es wahrscheinlich. Also, oder beides zusammen, ist so ein Zusammengeschäft. Wenn es so ein Zusammengeschäft ist, wie es bei uns immer war, dann kauft es der eine und er verwertet es und dann teilen sie die halt am Ende, wenn den gewinnt. Ah ja. Das ist ja wohl nicht schlecht. Ich meine, natürlich. Wenn man damit, wenn man nur investiert und dann am Ende ein bisschen Gewinn rauskriegt, ist das halt cool. Na, wenn es durch den Verhältnis steht, war also natürlich brauchen wir. Eine halbe Million würde ich dem jetzt nicht nachgeben, aber mach mal. Risikoinvestment. Aber das hatten sie nach kurzer Zeit wohl schon drin, also das war wohl, ist wohl eigentlich genug. Also, das ist doch toll. Erfreulich. Da komme ich jetzt nicht so richtig ran, oder? Kommt man da rein? Kommt man da rein? Kommt man runter? So, Henker, wir auch. Aber, Entschuldigung. Ja, macht nichts. Dabei Ostern war, ne? Nee, ist ja noch nicht. Es ist so noch, aber ich lerne es ja war. Ja, war auch. Voll gut. Man schmeckt alles immer. Weiter. Die Gabel brauche ich jetzt in dem Fall nicht ausbauen, weil sie ja gebrochen ist. Die Dynamo. Kann ich ja mal hinlegen. Dynamo. So, und jetzt? Also, vom offenen Achter ist bestimmt eine 8. Das ist eine 8. Warum nimmst du den Schreck? Der ist besser, ja. Ah, jetzt glaube ich, es ist jetzt. Oder passiert da was? Geschnitten? Ist da hinter einer Mutter oder? Ist da eine Mutter hinter. Ja. Mit 15.
voll, das muss ja eh ab. Kannst du hier abgipsen. Echt? Das ist so eine schöne Verzierung. Wie wenn er die neu gekauft hätte, der hätte sich dann gedacht. Wow, oh, die sich eine Mühe gegeben, ja. Da ist ja noch ein Kabel dran. Da ist ja Deko dran. Das ist ja gut. Na. Manchmal sind die kleinen Dinge unüberwindbare Hindernisse. Ja, das ist gut. Staatlich. Nochmal schönes Blech-Set. Was ist denn hier mit den Schäubchen, die du mit der Kettenschutz dann wirklich sichtbar so gut verhalten, oder? Oh ja, nee, war. Nee. Das hier auf alle Fälle kommt ab. Das kommt ab. Ja, das ist eine wichtige Schnittstelle. Habe ich neulich eine verbaut, dann heißt es wieder eine auf Lager. Das ist einfach ganz simpel. Den Zug brauchen wir nicht, weil wie gesagt, der ist ja schon geklickt, hast du schon gesagt. Den Schalter allerdings. Ja, pass auf. Nun reißt hier nicht auf wieder an den Kabelbinder. Spät. Die Kabelbinder sind sehr scharf. Ja, man hat hier ab und an mal einen großen Verbrauch an Klamotten, wenn man nicht aufpasst. Ja, Kabel ist ja gebrochen. Was mache ich denn nun? Den Hauptrahmen, der ist ja eigentlich nicht so schlecht, ne? Behalten doch. Ja, dann baue ich die Gabel aus natürlich. Eine passende Gabel zu finden. Ist kein Problem. Ja. Stimmt, hast du recht. Hey, wie sind die? Naja, das ist immer. Man baut es am Ende doch nie auf, aber vielleicht baue ich mal was anderes raus. Ich wollte ja schon mal. Darf ich jetzt eigentlich so laut sagen? Ich wollte ja mal Zaunfelder bauen aus Fahrradrahmen. Also einfach nur den Rahmen für den Zaunfeld bauen und dann diese Rahmen ineinander gesteckt reinschweißen und dementsprechend so abflexen lassen. Sieht bestimmt irre aus. Du hast schon einen Rahmen drin. Da denken sie alle, du kommst von der Designerschule. Ja, da muss ich sie alle fett enttäuschen. Weil du. Man enttäuscht, ja heutzutage nicht schwer, sondern nur noch fett. Achso, echt? Ich bin fett enttäuscht, ey. Okay, fett, Alter. So, in diesem Falle. Was ist denn eigentlich dieser wunderschöne Hammer, dieser Kleber? Wo hat denn diese Riesendinger hier? Die ganzen Hämmer sind weg. Das kann ja nicht wahr sein. Ja, ohne Scheiß. Huch, der Schuster Hammer. Naja, das ist ja mein der Master Hammer. Achso, also Tretlager, Quatsch, Tretlager hier, die Kurbeln mal hältst du da auf, oder? Oder bleiben die dran, das zeigt ja nie gefacht. Das geht ja nicht hier, das ist doch scheiße. Das ist doch Müll. Spiele? Nö. Doch. Ich hab gerade die Schraube drunter geschraubt. Die Schraube ist ab. Nee. Weiß ich nicht. Kette kommt ab, hält ab. Ne, erstmal alles ab. Kann man immer noch Kugel auf Bedarf mal bauen. Alles gut. Kabelbinder. Die
Steuersatz lasse ich natürlich jetzt drin. So, dann haben wir die Kugel noch eigentlich dran lassen können. Also jetzt wieder festschauen. Nee, wieso? Kugel ab. Kugel ab, Kugel ab. Kugel ab! Ist das denn auch der richtige Schlüssel dafür, der richtige Abzieher? Nicht, dass ich. Ja. Obwohl, das ist ja egal. Nee, ist ja nicht egal, ob der Tretlager kaputt ist. Ist das der passende? Ja. 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 Nicht, dass ich jetzt hier. Ja, du, das ist mir schon zweimal passiert, ja. Was ist dir zweimal passiert? Ja, dass ich. Gerade bin schon. Das ist total schief. Dass ich der falsche. Ja, dann habe ich mir meine Kohlen, meine Achse kaputt gemacht, weil war hier meine Achse. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Aufgrund dessen habe ich mir doch jetzt andere Kugeln an dem blauen Fahrrad da dran. Das war so ein billiges Werkzeug, was man so kaufen konnte bei Stadler, so ein Komplettwerkzeug für 30 Euro. War auch ein Kugelabzieher drin, den habe ich dann da drin geschraubt. Und dann ist halt das Pin, was man hier hinschraubt, in der Achse verschwunden. Und die konnte man danach nicht mehr gebrauchen. Da bin ich genau in Mühlheim rumgefahren und habe gefragt, ob ich mir die Binde neu schneiden kann. Es ist kein metrisches Gewinde. Und deswegen ging das nicht. Und außerdem hätte doch wirklich keiner gemacht, weil. Weil das ja Chromstahl war, Chromolektinstahl. Also hätte das ist ja hart. Alle Werkzeug kaputt gemacht. Ja, ja. Und wollte auch keiner. Wollte keiner sein Werkzeug kaputt machen? Nee. Oder? Aber das hätte mir auch einer sagen können. Hat gefragt nach unten, dann schneid doch. Das wäre doch ja, dann schneid doch bloß den Anfang neu. Nee. Aber hat doch keiner gesagt. Dann mach ich mir das Werkzeug kaputt. Schnell. Mensch, ging das schnell. Ja, das Werkzeug kaputt. Nein. Hab ich gesagt, hab ich gesagt. Hab ich abgefedert mit dem Fuß. Die Erde. Lass die Erde ein Stück nach unten hier drücken. Genau. In dem Moment. So. Jetzt ein Schloss dran. Nein, Schloss oder nicht Schloss. Haben wir, Steuersatz drin, das. Ja, nee. Nee? Die Kette verschwenden wir nicht, dann das schöne. Das ist der Drohnenbach, könnte sein. Ja, ja, der wird den drückst du dann weit oder so. Einfach ein Bolzenschneider steht da neben dir. Echt? Ein Knack. Ja, mit von hier oben vielleicht. Ist das Schloss noch dran, oder? Ja, ja. Das wohl noch ab. Ah! Was denn? Was hast du denn? Wenn du falsch hältst, hast du den so zusammen, hast du deine Finger dazwischen. Er ist ja erst seitdem ich ihn verstärkt habe, aber das ist eigentlich ja ganz gut, dass er verstärkt wurde. Ja, das ist. Ja, gut ist es, denke ich. Das Schloss ab. Funktioniert auch noch, das Schloss. Jetzt diese hervorragend. Das ist
Was sind Blutelbe? Zu voll, definitiv zu voll die Kiste da. Mal ein paar Kettenreste wegmachen. Was ist das Ersatzmaterial zum Flicken? Ja, das ist immer das, was ich ablänge und darin werfe, weil der neu ist eigentlich. Ja, so. Ah. Ja, du, soll ich die Pedalen hier hoch abschrauben? Ja, natürlich. Wenn man vorher machen soll, dann wäre das einfacher gewesen. Das natürlich. Selbstverständlich. Oh, ich brauche hier andere Schlüsse. Da ist der Schlüssel, da ist der Schlüssel. So. Hier ist Ruder. Also muss es nach dort. Was machst du denn jetzt? Welche Richtung? Na, so hier. Nee. Also nicht, ist er so dran? Ja, das war falsch. Wir müssen nach hinten. Nach vorne? Nee. So? Und runter drücken, ja, genau jetzt. Ach, das ist ja auch so einfach. Ja, manchmal ist es doch einfach. Na, hier könnte man einen schönen Aufbau draus machen. Goldrad. Goldrad ist ja schon mal schön. Ja, klingt jüdisch. Könnte man an Sharon verkaufen, denn. Natürlich. Ich kann das nicht mehr hören. Oh, tut mir ja leid. So, jetzt guck mal, vorher, bevor man sowas aufbaut, guckt man sich das nochmal an. Ansonsten schmeiße ich die mit gleich weg. Entfernen kann. Ob das. Ach, das ist ja gut. Das muss ich mir ab. Willst du die Pedalen behalten oder? Ja, die Pedalen möchte ich behalten. Die sehen so vorsinnflutlich aus. Ich möchte die Pedalen behalten. Und bitte machen die beiden Pedalen zusammen. Ja. Und bitte macht die Tretkurbel zusammen. Zwei Kabel gibt das. Ja, aber locker, ne? Also. Locker. Damit man die Kabel, wenn dann hochschneiden kann, also nur oberste Position kurz einklicken. Ah, das war fast schon zu viel. Echt? Ja. Einfach nur. Okay. Reicht ja was. Da kann man sie zur Not auch immer irgendwo hinhängen, weil ich habe ja auch noch die Vision von einer Wand, an der ich einfach nur die ganzen Nägel und dann hänge ich die Dinger einfach an. Duck, duck, duck. Weil die kann man ja auch nicht richtig präsentieren. Genau so. Und wenn du so an so einer Wand hast, so die ganzen Garnituren, so blub, 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 sieht bestimmt nicht schlecht aus. Jo. Kannst du natürlich ein paar. Afghanische oder syrische Flüchtlinge. Ah, jetzt sieht das schon wieder. Das ist dann einfach so nicht. Aber das ist die Dachwand, die zu kommt. Irgendwas Sinnvolles oder wie? Nein. Das ist der Wreckage-Kanal. Auf dem Wreckage-Kanal kann man ja über Wreckage-Scheiße Müll reden. Ja. Das ist ja. Schlimm ist das eigentlich. Schlimm. Ja, Tretlager raus oder? Tretlager raus, ja, eigentlich ja, weil. Naja, das ist nicht mehr. Schlüssel, ist die kalt? Ja, die sind halt kühl, ja. Echt? Was hast du Tonschuhe heute? Ja, die sind zu clean, also die passen genau halt. Da habe ich Schafswollsocken drin an. Das ist zu wenig Luft da drin. Luft, 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 dazwischen Luft. Luft. Ach, das geht ja gut. Ach, ist das herrlich. Ja, schön, wenn das nochmal so einfach geht, war. Ja, dann verstehe ich mal gar nicht, warum die Räder so vernachlässigt werden, warum die denn so rumstehen. So ein schönes Werkzeug. Jo, vielleicht hat derjenige, dem es gehört, Elite gesehen, dass die Gabel vorne kaputt ist und hat sich gesagt, ach, naja. Das ist immer ein Problem, wenn das dann irgendwo gebrochen oder angebrochen ist, dann. Vielleicht war ein Unfall, hoffe ich mal, weil der Rest vom Rahmen sieht eigentlich ganz gut aus, den machen wir mal sauber machen. Wir können ihn ja vermessen, wir können ihn ja Lisa vermessen. Es wäre vermessen zu sagen, dass ich das lohnen würde. Jo, das vielleicht auch. Jo, ich mache mal nicht vermessen. Naja, und so ein Elite-Werkzeug ist schon. Naja. Ein Elite-Werkzeug. Elite. Kommt daher. Oh, oh. Ach.
Batterie sieht es nicht mehr so gut aus. Aber ja, das ist ja normal, dass es hier auch blüht. Bisschen mit der Drahtbügel drüber. Ja, ich habe jetzt angefangen, mit da irgendwie so was verbauen im Triebwerk, dass du von innen alles richtig einfettet. So fett, dass es überall rausquillt. Ja, ich finde das gut. Ja, wurde ja früher auch so gemacht. Ja, allerdings nichts nutzt, weil an dem Saugrad ja. Ich hoffe, nur die Lager hinbringt. Aber alle Tag kann ich rein. Da wurde ja doch ein neues Kugellager. Ja, 24 mm. Muss ich mal gucken, wo es sowas gibt. Bei SKF gibt es sowas, bei Kugellagerfirmen. Also auch in einer vernünftigen Qualität. Na, ich habe die SKF, die bauen für praktisch tonnenschwere Maschinen die Lager. Ja, das heißt ja nichts. Das heißt ja nichts. SKF ist eine richtig gute Kugellagerfirma. Die gibt es seit über 100 Jahren. Das heißt schon was. Du kannst natürlich auch billige Lager von denen kaufen, aber. Ja, das will ich ja nicht. Du bist ja totaler. Nee. Ich habe die ja alle auch. Guck mal, ist oder auch SKF. Ah, ja. Ja? Und das war jetzt natürlich nicht das teuerste Produkt hier, aber die machen schon richtig gute Sachen. Ich habe das ja vorher auseinander gebaut und alles ausgespült, die Lager. Also da habe ich ja fast eine Stunde für aufgewendet und dachte, ach Mensch, ist das schön. Naja, aber es sollte nicht sein. Macht das nicht. Wir müssen noch neue Lager daran. Ist der jetzt kaputt? Oder wolltest du damit noch irgendwas machen? Ich habe den jetzt einfach mal ausgebaut. Zitrönenvertrieb. Aha. Robert Bosch Straße. Wobei, ne, war eigentlich ist ja süd aus. Das ist ja ein Schnickerrahmen eigentlich. Ach. Lade. Linden GmbH. So, ja. Tja, wieder eins mehr hier. Rumhängen. Tja, ist das Stahl? Ja. Könnte man nicht ja einschmelzen, wenn es mal den Bus blut. Und dann? Denk mal eins am anderen hier. Totale Kunstwerke. Ich will mir einen Amboss zulegen und mal mir das Schmieden beibringen. Also einfach mal zum Schmieden, wie man das macht. Aber gut, Metall einschmelzen ist, glaube ich, zu kompliziert. Erwärmen geht ja noch. Naja, warum eigentlich nicht? So, nächster Rad. Der nächste Rad ist noch nicht immer. Luxus-Sport. Schnell ruf Klipper. Wir lieben Klipper. Freund aller Kinder. Wir lieben ihn. Wir sind Delfin. Was ist das? Radsport Aal? Nee. Radsport Aal? Nee. Ich guck so weit nicht. So ein großer Wolzenschneider. Ach, aber das ist ein Schloss, was du hier. Hier drin mit Blei vergossen ist. Das ist doch einfach so. Das ist doch Quatsch. Clip doof, mach Clip auf. Clip auf. Clip on, Clip off. Ja, ich glaube, das kriegt man damit ja nicht durch. Ach, scheiße. Ja, wieso ein Titel? Wieso denn da auch? Wieso denn da auch? Na? Da. So? Genau so. Na, los, los. Genau. Das ist ja nicht mal Metall, da kann ich nicht mal einen Schrott schmeißen. Ey. Ja, das muss auch ein Sondermüll. Das kostet natürlich. Tja, hier ist noch nicht die Frage.
soll ja keine Langschaltung sein. Nee, aber eine Jetnarbe. Ach, das heißt, die schaltet beim Fahren, ja? Torpedo-Jet, nee, ist eine schöne Narbe, ist eine wirklich gute Narbe. Achso, okay. Also ist dann hoffentlich nur der Konus locker, ja. Ja, Hinterrad raus. Hinterrad, Hinterrad, Hinterrad. Kann ich mal den Abrissriemen da haben? Den tauschen wir. Ich nehme die Knarre, du nimmst den. Dankeschön. Vielleicht, wenn das okay ist. Das, was du da auch so gefreut, wie du dafür hast. Na, alles gut. Altenburger Brillant, DDR-Bremse. Ach, mit dem Bremsanker noch nicht gelöst. Das passiert mir aber auch jedes Mal. Naja, fast jedes Mal. Kicke mal einer an, wa? Ja, bitte. So, das Rad ist Schrott, nur die Narbe ist gut. Also das kannst du raustrennen, auch mit dem. Bei dem? Mit dem Bolzenschneider kannst du hier raustrennen. Achso, das Rad ist. Oh, nur die Narbe. Oh. Muss richtig bis anschlappern. Muss richtig bis runter, ja. Dann geht das richtig gut, Kevin. Ich merke das schon. Bike Wreckage. Bicycle Scar. Oh, what? Is this the name of this? Jetzt fehlt mir hier noch die Schraube. Hab. Das muss natürlich raus hier, Alter. Ach, das kann man, das sieht doch gut aus. Ja, als Wurf, als Wurfteil. Ja, als ja, Werfenende. Wie so eine Putzmaschine. Freut mich so lange, aber ich schneller.
Wo ist denn der Reh? Schnippel die Schnapp. Die würde das Ding abmachen. Das wird nur ziehen. Thomas? Thomas! Willst du mal haben den Lehrplan? Nee. Ich habe keine Zeit. Du musst. Ich muss. Ja, natürlich. Schon am Trassel deiner Mäuse. Die Mäuse. Ja, denn du hast drei kleine Mäuse. Na, Malis ist doch Krankenschwester. Malis ist die Krankenschwester, ja. Ja, wenn schon, du solltest das auch kennen als Vater. Nee, ich bin verantwortungslos. Ich kann sowas nicht. Ah, deinen Schwanz drin stecken, das kannst du. Ja, das kann ich. Ich bin ein schlimmer Junge. Deinen Schwanz bei dir rinschieben. Nein, Bobel, du musst nicht so ordinär reden. Moin. Moin. Ja. Herrenfahrer, so gut. Na, hier schlachten wir gerade. Nein, das zu ist spät. Ein bisschen zu schmal. Also. Das ist zu schmal? Und zu spät. Wieso, was musst du denn haben können? Na, auf alle Fälle muss er wenigstens 710 Kilo mal aushalten. Naja, das ist ja nichts. Das ist doch nichts, das haben wir doch alle hier. Locker. Naja, so sehen sie nicht aus. Aber naja, ich habe ein bisschen mehr so, ja. Leider Gottes. Fahren wir nur die Unten, oder? Die Unten, bitte los. Ah, musst du mal durch. Durchschlängeln. Ja, das ist doch platt. Ist alles sehr eng, ja. Muss aufpassen. Ach, die ist ja kaputt. Ach Mensch, die ist so kaputt. Was ist denn das? Eine Lampe gerade. Ja, DDR-Lampe, aber. Das ist halt kaputt. Kann man da nicht dran löten, reparieren? Hier oben ist der Plastik abgebrochen. Der Untergang. Ja, da findet man schon ein bisschen Qualität am Rad und dann ist es zu spät für die Qualität, weil. Wie kriegen die hier raus? Hier durchschießen wir jetzt. Ja, aber dann musst du den Kranz auch abmachen, weil du musst ja die auch von der anderen Seite rausnehmen. Den kannst du schon ab. Das kriege ich dadurch nicht hin. Nee, das wird schwierig. Nein. Schade. Ist ja mal nett. Die meisten schätzen mich nicht so schwer ein, aber ich habe 114 Kilo im Moment. Ja. Ich habe 81 im Moment. 14 Kilo weniger als normal. Ja, das geht aber auch schnell, wa? Also bei mir, ich hab da einen extremen Schwankungsbereich von 68 bis 115. Das ist schon, naja, das ist schon ein bisschen was, wa? Differenz. Fälle. Also 68 war mal das leichteste, was ich gewogen hab. Dann halt als Kind. Nee, als ich 2010, 2011 in Klasse gekommen bin. Und dann habe ich mich innerhalb von 5 Monaten auf 115 Kilo hochtrainiert. Also, das ist eigentlich kaum vorstellbar, dass man so viel Masse aufbauen kann, aber mehr als 7,5 Kilo, sagt man, kann man im Jahr nicht zutrainieren, aber es geht mehr. Ob das gesund ist, das ist die andere Frage. Wie kriege ich das jetzt hier ab? Da ist ein Sprengring dran, ja, nicht aufschrauben. Nein. Ein Sprengring, ach hier, du hast eine Schale dafür. Kenn ich Sprengring, Zange? Nee, habe ich nicht. Wollte eigentlich nicht. Besitze ich nicht, wie das gerettet ist. Ach Mensch. ITM. Noch so ein ITM. Ich nehme mal hier so einen Lappen, der sieht nur recht neu aus. Dann nehme ich hier so eine Mütze nochmal. Immer nimm. Mensch, Thomas, das ist ja, du arbeitest ja ohne Handschuhe, fällt mir gerade auf. Ja. Heute mal zur Feier des Tages. Da war ja bis jetzt keiner da. Bis jetzt war es also nicht nötig. Ja, stimmt, das sind ja nicht die Fahrräder, sondern eigentlich eher sind es die Kunden, ne, vor denen man sich in Acht nehmen muss. In der heutigen Zeitung, Zeiten. Sortiere deine Gedanken kennen. Ja, es ist halt eine große Ansteckungsgefahr an allen möglichen Krankheiten. Deswegen sollte man Handschuhe anziehen. Genau. Suffisante Kundschaft. Kunden entgegennimmt, genau, suffisant, ja. Och, nee.
wäre doch noch, oder? Ja, passt schon. Wir hatten die auch alle auf dem Haufen. So. Sachs, die ist ja von Sachs, die Narbe. Ja, ist eine schöne Jetnarbe. Vorbau, naja, nehmen wir auch mal mit. Klipper. Also die ganze Fahrt kommt doch aus dem Osten, oder? Oder was? Oder ist das auch so ein Fahrt, was im Westen verkauft wurde? Ja, wahrscheinlich. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht. So, nee. Nee, naja, wir haben manchmal auch Bastlerräder oder so, wo nicht alles perfekt ist, für ab 50 Euro, aber das ist sehr selten. Denn meistens lohnt sich das. Lohnt sich das eben nicht. Nee. Okay. Und wenn sie komplett neu aufgebaut sind, dann steckt so viel Arbeit drin und die Material alleine, dann haben sie halt den aber Preis. Dann kriegt mein Mann nicht überholfen. Okay. Dann danke ich, tschüss. Ja, bitte, bitte, ciao. Darf ich denn fragen, was Sie sich vorgestellt haben, preislich? So eine richtige Vorstellung habe ich nicht. Also ich sag mal, zwischen 200 und 400 Euro dachte ich schon an gebrauchte Fahrrad, weil, wie gesagt, das neue wäre auch schon ab 200 Euro. Naja, das ist Schrott. Na, das wissen wir. Ja, und sagen Sie was? Das haben wir so mittlerweile durch, dass die Tretlager nicht aushalten bei seinem Gewicht. Das ist aber, also da haben wir schon ein sehr gutes Lager, was alleine schon 200 Euro kostet, damit das Gewicht aushält. Ansonsten ist man tatsächlich am Tauschen. Und wenn das Lager alleine, dieses eine Lager 200 Euro kostet, was durchaus keine Hexerei ist. Und, nö. Ja, also ja, ich muss ihm das dann halt schon beibringen. Das, nee, einfach, ja. Bekommt er nicht für den Preis, auch nicht gebraucht. Ne? In der Qualität dann. Weil das sind das Top of the Tops, das wurde damals richtig teuer verkauft. Und das kriegt man heute nicht unter 1000 Euro so ein Rad. Mhm. Was jetzt gesucht wird wahrscheinlich. Und wo die Lager wirklich Chris King oder Phil Wood oder was weiß ich irgendwas sind. Da kosten ja die Lager alleine schon. Ja, die kann ich mir die Preise so ungefähr sagen, das ist eine Vorstellung. Naja, und wie so gesagt, zur Mountainbike-Geschichte, also wenn er einen hohen Verschleiß hat, das ist ja bei mir das gleiche. Ich hab über 110 Kilo. Und wenn ich damit fahre, dann hält so ein Lager, so ein einfaches Lager hält eine Woche bei mir. Die ganzen, diese einfachen Dinger, die hier überall verbaut sind, hält eine Woche. Dann ist es durch. Ja. So. Wenn ich dann so ein bisschen besseres Lager drin habe, was immer noch nur 30, 40 Euro vielleicht oder so kostet, ja, die halten halt ein Jahr oder so, aber dann sind sie auch durch. Da muss man sie halt wieder wechseln. Das fällt mir nicht schwer, weil ich das kann. Ja. Aber für eine Privatperson ist das jedes Mal richtig Geld. Eben. Damit muss er sich dann leider abfinden. Ja, ich muss ausrichten. Ja. Danke. Bitte, bitte. Tschüss. Ciao. Aber diese Baumarktträger, da ist ja was da drin, da ist ein Lager drin, was 6 Euro kostet. Ich meine, das kann ja nicht halten. Nee. Aber sieht man ja auch vorher, dass man, wenn man so einen schweren Kerl hat oder so, den setzt er auf so ein Rad hier drum. Außer du willst einen Garantiefall drauf machen. Jo. Ey, warum beugen das überhaupt ab? Ich hab's keine Ahnung mehr, das ist so rostig. Einfach so. Jo, Beschäftigung. Wie sagt man dazu? Haptisch? Ist das nicht fühlen haptisch? Vielleicht, weil es eine haptische Aufgabe ist. Oder? Heißt das so. Dass du noch mit der feinen Bürste mitmachst. Ach so, Das ist ja unglaublich. Der feinen Borste. Wofür ist denn die normalerweise? Für Schreibmaschinen. Okay, die. Hab schon. Die, was machst du normalerweise damit? Alles.
Die ist einfach nur da, weil sie alt ist und antik und Triumph draufsteht. Ach so, da bin ich. Das ist ein Dekostück. Die Drahtlosen sind da unten drin. Habe ich nicht gewusst. Ja, das ist total verbeuert und verbogen. Das ist zu spät. Ich mir sparen können. Ich brauche sie, die gut. Da kann man ja nochmal auswaschen. Aber wahrscheinlich nicht den Benzin, sondern die Schrift auch. Ich bin ja nicht grob damit umgegangen. Jo, ja, die. Das war 17. Bestimmt. Auf alle Fälle. Schon 80 Jahre überlebt haben. Gibt es jetzt mal. So! Das wurde der Arme ein bisschen kratzig. Nachdem du 115 Kilo Mann zu Hause hat, hast du gedacht, so richtig gesehen habe ich sie nicht. Vielleicht liegt der ja auch so viel. Ach, schieb ich mal den Wagen beiseite. Ja. Da-da-da-da-da. Triumph, ist doch schön. Wenn man nochmal ein Motorrad hat von Triumph, ist die gleiche Bude. Ja, ja. Schreibmaschinen, Motorräder, und dann hast du so ein Ding, kannst du auch ins Bordgepäck mal, ins Bordwerkzeug. Ja. Bestimmt gut aus. Als Zahnbürste von Triumph. Oder so, ja. Ist aber noch Metallborsten mit eingearbeitet. Ja, okay. Da kommt wenigstens der ganze Plug ab von der Zähne, wa? Jo, das war hier das Pedale. Naja, ich wollte sie hier so ein bisschen schick machen, die Narbe. Die Narbe. Und die sieht ja auch jetzt ganz gut aus, wa? Ja, doch. Geh mal. Das ist die Narbe. Genau, und dann machst du den Kranz da wieder auf, also diese Scheibe. Ganz Sprengling, nach rüber. Viel Kraft. Oi, 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 oi. Gut, der ist hin. Okay, dann brauchen wir das Pedal ohne. Sind dafür Kugellager verbaut, auch von FS. Ne, was hast du, wie heißt das denn? SKF. FKS. SKF. SKF. Ich habe erst morgen Termin beim Logopäden. Beim Logopäden? Beim Logopäden, ja. Der Lumen hat heute. Ach was. Also ich habe mit dir zusammen gehen können, wa? Ja. Also, ich meine. Also, wenn ihr beide hingekommen wärt, dann hätte er sich gefragt, wer ist denn jetzt der Patient? Ja, natürlich. Der Landarbeiter ist also ein Wachsen vor dem Herrn, aber dadurch, dass er sich immer seine Hände in Diesel gewaschen hat, sind ihm seine Zähne kaputt gegangen. War. Das hat man früher so gemacht, war. Das hat man noch so übernommen von der Generation davor. Da waren Zähne noch nicht so wichtig. Ja, glaub, man hat da noch keinen richtigen Zusammenhang wahrscheinlich gesehen. Der Harry, der ist Landarbeiter und der wäscht seine Hände in Diesel. Diesel-Harry. Ja, so wird er auch genannt im Fachkreis. Ja, er war Busfahrer zu Ostzeiten. Und natürlich hat er einen eigenen Bauernhof gehabt. Also er war echt ein Ochse. Also, als ich das letzte Mal gesehen habe, glaube 2003 oder so, da war er ja schon Anfang, also Ende 70 oder 76 oder sowas, da sah er ja also nicht schlecht. Und wenn ich mit 76 so aussehe, da muss ich wohl jetzt aufhören zu rohen.
Und deine Hände in Dieselzucker schon. Ja, ich weiß nicht, ob das, naja, kann ja sein, dass da irgendwas passiert. Weil es gibt ja auch, wie heißt das, Liquid-Ecstasy, das wird aus dem, ist ein Reinigungsmittel eigentlich, das wird ja im Körper umgewandelt, das ist ja BBL. Und das hat aber eine außerordentliche Wirkung auf die Muskulatur, also da, die wächst, ohne dass du trainierst und die bleibt auch erhalten. Durch ein Putzmittel, was du schluckst, unglaublich, ja? Vielleicht ist da ja irgendein Zusammenhang. Das klingt ja wie ein Traum. Ja, da gerade so ein, der Vater von David, der war Kanute zu Ostzeiten, der sieht auch noch ziemlich kräftig aus, der hat eine Reinigungsfirma. Na, wer weiß, vielleicht. Jetzt hör doch auf, jetzt kommen wir Verschwörungstheorie. Geht die mal hier rüber? Ja, danke, 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 danke. So, der springt nicht mehr. Und dann ist es wert. Ein bisschen verräumen. Beute. Wie viele Fahrräder hast du denn da noch zu stehen? Na, bestimmt ein paar. Wie viele? Du hast bestimmt noch ein paar Fahrräder dazu stehen, ne? Ne, eins noch, aber das würde ich nicht unbedingt schlachten wollen. Wie umkopfen das jetzt rauf? Opa. Na, was meinst du denn? So nach außen, nach außen warten. Nach außen, den Krüpf. Ja, nach außen. Also kann man auch eigentlich ablassen, oder was? Na klar, wenn man den einspeichen will, muss man den wieder abmachen. Also, oder was? Ja, ja, aber erstmal kommt's ruf. Erstmal kommt's ruf. Ja. Komm ich nochmal rein? Nö, ey, guckst du nicht rein. Genau, das musst du jetzt. Ja, ich bin Lager. Ja. So. Dit. Qualität, ne? Bei den neuen Ringen, da denkst du, du kannst die auseinander wie so. Jo, das war's! Fertig! Jo, hier noch.